Ich weiß es zufällig noch. Und zwar Blob, der Name von seiner Ratzi, von seiner Maus eigentlich, oder? Ist doch eine Ratte. Nee, ist eine Ratte. Ist eine Ratte, okay. Aha. Schwartau. Das sollte, man sollte keine Marmeladenbrote am Arbeitsplatz essen. So ein Freak. Ja, jetzt fängt es langsam an. Was nenne ich meine eigene Telefonnummer? Das war 6100. Stimmt ja, hörst ja manchmal Nachrichten, ne? Hallo, hier Curtis Craig. Hallo Curtis, du verlauste dicke Kleiner. Was ist denn Curtis? Verlieh mal ein bisschen den Verstand. Ja. Ne, das Spiel steigt halt auch schnell ein, ne? Muss nicht schlecht ist, dann ist es wenigstens nicht so trocken. Ja. Hey Trevor. Hey, alter Knabe. Was gibt's? Ach du Schande, wie ist denn das passiert, dein Gesicht? Das schaut jetzt normal aus. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werd verrückt. Wieso? Was ist passiert? Ich meine, hat dich jemand geschlagen oder so? Ich schwör's dir, ich hab einfach nur an meinem Tisch gesessen. Und dann hat mich jemand geschlagen. Aber da war keiner. Das klingt verrückt, stimmt's? Ich bin total durchgeknallt. Nein, natürlich nicht. Weißt du noch, als ich die Grippe hatte und dachte, Dolly Parton sitzt im Wandschrank mit der Kettensäge. Vielleicht hast du dir ein Virus eingefangen. Ja, sowas wird's wohl sein. Ja, jetzt ruft doch heimlich schon mal die Leute mit den weißen Hab mich lieb, Jacke. Jacken. Die knuddeln mich, Leute. Na gut. War sicherlich bloß ein Virus, haha. Ja, was arbeiten denn sonst? Wir doch mal weiter. Technophobia, hä? Angst vor Technik. Wintag! So. Schauen wir uns mal die Mails an. Jocelyn, hi Baby. Ich wollte dir nur sagen, dass ich an dich denke. Mach's gut heute Morgen. Ich liebe dich. Ernsthafte, witzige oder sarkastische Antwort? Was machen wir denn? Du hast ding, die Wahl. Ding, 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 komm, ding, komm ding, ding, was ding. Mach mal eine witzige. Als ich den Zettel von dir in meiner Briefablage fand, warum wird den groß geschrieben? Wird den Zettel in dem Zusammenhang groß geschrieben? Wahrscheinlich okay. In der alten Rechtschreibung. Ach, das kann man noch aussuchen, ob man es wirklich sendet oder nicht. Naja, klar. So, Trevor, schönen Montag. Ach, die senden sich immer Witze. Klopfen zwei Kobolde an das Kirchentor. Der Pfarrer öffnet und fragt, kann ich euch irgendwie helfen? Einer der Kobolde tritt einen Schritt vor, der zweite hält sich eher im Hintergrund und sieht irgendwie besorgt aus. Sagt der erste Kobold. Herr Pfarrer, gibt es in dieser Kirche Kobold-Nonnen? Ach so. Oh mein Gott. Der Pfarrer antwortet, nein, mein Sohn, gibt es nicht. Darauf der Kobold. Herr Pfarrer, gibt es denn in dieser Region irgendwo Kobold-Nonnen? Der Pfarrer sagt, nein, mein Sohn, das gibt es leider nicht. Darauf der Kobold wieder, Herr Pfarrer, gibt es denn in ganz Irland irgendwo Kobold-Nonnen? Und der Pfarrer erwidert, nein, mein Junge, gibt es nicht. Also fragt der Kobold, Herr Pfarrer, gibt es irgendwo auf der Welt Kobold-Nonnen? Und der Pfarrer antwortet, nein, mein Sohn, nicht eine einzige. Darauf fängt der erste Kobold an, sich halb tot zu lachen und schnufft seinen Freund. Hahaha, brüllt er. Ich hab dir doch gesagt, dass das Pink, dass es ein Pinguin war, den du gebumst hast. Ganz toll. sarkastisch? Sarkastisch? Okay. Was würde er da schreiben? Das war also der Benutzung auch mit deinem Leben. Das senden wir weg, ja. Ey, die Jocelyn hat dir eine E-Mail zurückgeschrieben. Ganz oben, ja. Lese ich da mal durch. Das so. War das, genau. Das war deine Antwort. Das war meine Antwort, genau.
So, ja, an alle Angestellten, cool. Rechtsabteilung. Ja, bla bla bla. Also, Wintec hat es erfahren, dass Frau Fiona Chatter gegen uns wegen bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Wir gratulieren den Rechtsanwälten von Wintec dazu, dass sie es erneut geschafft haben, den Ruf des Völkerkonstrukts zu retten, bla 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 bla. Beschränkter Zugang vom Warner, unserem Chef. Stimmt, du brauchst ja die Zugangskarte, um hochzukommen. Stimmt, ne? Ja, wir haben nämlich zu einigen Bereichen keinen Zutritt. Aha, zu unserer Sicherheit natürlich und zu, für die Verbraucher, bla 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 bla. Bei Wintec sollten wir alle im Team zusammenarbeiten und andere Abteilungen respektieren. Keiner will sie schließlich draußen halten. Ganz im Gegenteil, wir wollen, dass sie darin bleiben. In einer Wintec-Familie, meine ich. Oh, wie schön. Ha. Wie? Träume. Ach, die Unbekannte. Ich träume schon von dir. Wir lieben uns in einer Hütte beim Heulen im Wind. Die Hütte wird vom Wind zerfetzt. Wow. Wir schwitzen, stöhnen, schreien und der Wind nimmt uns mit und dreht uns in der Luft. Oh Hammer. Gott, hallo. Wenn ich solche Mails kriegen würde. Noch ein Witz, oh Gott. Scrollen wir dann einfach mal drüber. Also. Gut. Da hat ein Typ zwei Häschen, die total alt sind. Eines Tages wacht er auf und beide sind tot. Oh. Er ist total traurig und hält es kaum aus, dass er sie nie wiedersehen kann. Also legt er sie in ein mit Seide ausgekleidetes Kistchen und bringt sie zum Präparieren. Er stellt das Kistchen ab und sagt, das hier waren meine geliebten Häschen. Ich möchte sie ewig bei mir haben, sagt der Präparateur. Okay, soll das Männchen oben hin? Der Typ überlegt sich das ganz kurz und sagt dann, nein, wenn sie Händchen halten, reicht das. Hahaha. Oh mein Gott, seine Witze sind echt schlecht. Absolut. Schau mal, was sagt er bei sarkastisch? Ich finde sarkastische toll. Och, mir geht's hervorragend, nachdem du meinen Tag mit diesem netten Beispiel des erlesenen Humors verschönert hast. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Ist klar. Mama, okay. Ah! Was? Das schau mal auf deine Antwort, was du geschrieben hast, ganz unten. Ganz unten. Achso, ganz unten. Achso, stimmt, genau. Na gut. Was schreibt der? Gut, aber jetzt machen wir uns erstmal an die Arbeit, ne? Ach, das war nicht die Arbeit? Nee, das war nicht die Arbeit. Wir müssen an diesem Dings hier schreiben. Achso. Da geht es praktisch um einen Artikel über ein Produkt. Um eine Shisha. Njam, njam. Gehen wir mal wieder zu Trevor Beichten, oder? Ah, ich kann nicht, ich muss den Computer verwenden. Ich bin gerade etwas erschrocken. Hallo Curtis, du elender, geistesgestörter Hurensohn. Ich bin nicht geistesgestört. Nein, aber deine Mutter ist geistesgestört. Das war nicht immer so. Da hast du recht. Sie war nicht immer die gewalttätige, saffernde, lallende Irre, zu der sie geworden ist. Du hast sie dazu gemacht. Nein, hab ich nicht. Ich war erst 6 Jahre alt. Ja, ein 6 Jahre altes kleines Monster, das deine Mutter in den Wahn trieb und zum Selbstmord trieb. Nein! Derbe, derbe. Ja, ich glaube, wie man merkt, das Spiel, das hat es schon manchmal in sich. Free. Ja. Der verdient den Tod. Ja.
verlassen. So, Trevor. Ich muss mit dir reden. Pfarrer Trevor. Trevor, entschuldige, ich muss mit dir reden. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich habe Halluzinationen. Dieses Curtis. Hör zu, das wird schon wieder. Lass uns doch ein paar Minuten rausgehen. Ich schicke Tom ein E-Mail, er hat bestimmt nichts dagegen, okay? Okay. Auf ins Café. Also das ist jetzt Traumbaum, wo sie sitzen. Sieh an. Die Herren machen also blau. Wirklich, ihr solltet euch schämen. Das Wort Scham gehört nicht zu meinem Vokabular. Offenbar doch, du hast es gerade benutzt. Man sollte eben seine Weisheit nicht an Heteros verschwenden. Oh. Also, Kumpel, ich hab dich in der Falle. Na los, sag schon, was ist heute passiert? Nein, ich hab was gesehen, das ist alles. Bloß war das gar nicht da. Das war's schon. Curtis, verdammt, ich bin dein bester Freund, du kannst mir alles sagen, das weißt du. Ja, ich weiß. Ich hab dir doch erzählt, dass meine Mutter durchgedreht hat und mein Vater mich verlassen hat, als ich klein war. Ja. Das ist nicht wahr. Ich hab selbst geglaubt, aber... Guten Abend. Vor ein paar Tagen da... habe ich mich daran erinnert, dass sie sich im Schlafzimmer erhängt hat. Ach, du meine Güte. Das ist ja schrecklich. Jetzt verstehe ich, dass du ausgerastet bist. Schau mal kurz in die Speise. Ach, ich kann gar nicht in die Speisekarte. Nee, gerade geht's nicht. Muss ich weiterreden. Curtis, versteh mich bitte nicht falsch, okay? Aber hast du schon mal daran gedacht, Hilfe zu suchen? Ich meine, das mit deiner Mutter, das ist zu hart. Damit wird kein Mensch alleine fertig. Ja, ich hab dran gedacht, aber ich will nicht zurück in die Anstalt. Nein, Trevor, da würde ich lieber sterben, echt. Niemand hat gesagt, dass du zurück musst. Ich dachte nur an einen Therapeuten oder sowas. Ja, okay, ich denke drüber nach, Trev. Sie möchten einen Tisch? Hör zu, außer dir habe ich das noch niemandem erzählt. Du sagst es doch nicht weiter, oder? Spinner, natürlich nicht. Was glaubst du denn? Ich bin durch meine eigene Therapie derartig perfekt geworden, ich verrate nie Geheimnisse. Ich kann nicht mal mehr lügen. Scheißen muss ich auch nicht mehr. Wenn ich aufs Klo gehe, kommen aus meinem Bauch Rosenblätter raus. Blödsinn. Okay, ich habe noch viel mit dir zu tun. Ich stürze mich wieder in die Arbeit, solange ich noch dazu in der Lage bin. Ich auch. Gut, dass du mich daran erinnerst. Also, wenn es damals schon gäbe. Wie soll ich sagen? Auf die Plätze, fertig, los. Und schon rauschen wir ab, wir zwei. Trevor. Schaut aus wie Hanfblätter. Der Baum da. Im Wunder, was der Hallus hat. Können wir zu unserem Chef schauen, zum Warner. Also wenn das Gartenmäßiggerät solche Geräusche macht, dann würde ich mich auf Arbeit auch unwohl fühlen. Oh, seine Tür steht offen. Ein Spalt. Der ist aber haarig. Achso, stimmt ja. Und nirgends ein Dachs. Sowas macht man im Büro seines Chefs auch, ne? Machen Sie Schluss damit, sonst tue ich es. Spring dich um, du dreckiger Hurensohn. So, schauen wir in die Schublade von unserem Chef. Warum auch immer der das jetzt gerade macht. Machst du das nicht täglich bei deinem?
Na Gott. Hallo, Curtis. Was geht hier vor? Was kann ich für dich tun, mein Junge? Nichts, Sir. Ich hab nur nach einem Wörterhandbuch gesucht. Ist das alles? Ja, das ist alles. Ich werde das Service Center anweisen, dir eins zu schicken. Einverstanden? Toll. Danke. Was geht hier vor? Warum durchsuche ich ihre Schublade? Sie haben mich dazu gezwungen. So, sagt der was Neues? Der sagt nichts Neues. Sagt mein holdes Weib etwas Neues? Auch nicht. Das ist so ein kleiner Nachteil bei dem Spiel. Man muss immer rumgucken bei alten Stellen, ob da irgendwo irgendjemand was Neues zu sagen hat. Ja. Der nicht. Sie aber. Therese. Darf ich dich was fragen? Natürlich. Glaubst du, dass es Dinge gibt, die die sichtbare Welt übersteigen? Lowlies. Ja. Ich glaube, wir sind umgeben von Dingen, die wir nicht sehen. Oder die wir nur dann sehen, wenn wir anfangen, danach zu suchen.